ist das Abrollen über den großen Zeh bei dir überhaupt nicht mehr möglich oder nur mit großen Schmerzen verbunden? In diesem Video erfährst du, was ein Hallux rigidus ist, woher es kommt und na klar, was du dagegen machen kannst. Ein Hallux rigidus bedeutet nichts anderes als eine Bewegungseinschränkung zwischen den Mittelfußknochen und den ersten Knochen von dem Großzeh. In den Großzeh-Grundgelenk, in diesem Bereich verlierst du an Beweglichkeit und das Gelenk wird steifer und nicht selten auch schmerzhaft. Die häufigste Ursache für den Mobilitätsverlust ist die Arthrose. Bei einer Arthrose verändert sich der Knorpel über den Knochen, aber auch die Weichteile und die Sehnen verlieren an Elastizität. Die werden weniger dehnbar. Nicht selten, vor allem in dem großen C-Grundgelenk, wenn man eine Arthrose hat, bildet der Körper um das Knochen herum kleine Sporne. Und diesen Knochenveränderungen, dieser Sporen, sorgen dafür, dass es so schmerzhaft wird und auch, dass es in der Bewegung eingeschränkt ist. Weil diese Knochenvorsprünge geraten dann gegeneinander, was dann die Beweglichkeit in die Streckung und in die Beugung einschränkt. Diese extra Knochenmaterial, die sieht man auch relativ schnell. Da man weniger Weichteil hat um das Gelenk herum, bildet sich so eine Art von Vorwölbung und den Bereich am Fuß wirkt runder und dicker. Und diese Vorwölbungen können auch dafür sorgen, dass man anderen Druckstelle hat am Fuß, was dann beim Tragen von zu engen Schuhen auch für Schmerzen verursachen kann. Nicht immer korreliert aber dieses Aussehen mit dem Schmerzen an sich. Es gibt Patienten oder es gibt Menschen, so wie es bei mir der Fall ist, wo man das alles beobachten kann, aber man hat keine Beschwerden. Man kann im Alltag alles hin weitermachen. Das sind die Vorwölbungen, was ich meinte. Es ist nicht unbedingt ein Valgus, weil der Zeh nicht so weit nach innen gewölbt ist, aber die Knöchelvorsprünge, die kann man sehr gut beobachten. Und auch meine Beweglichkeit ist nicht eingeschränkt. Ich kann alle Bewegungen in alle Richtungen schmerzfrei ausüben. Und genauso kann es aber auch vorkommen, dass man überhaupt gar nichts sieht an dem Fuß, aber es tut höllisch weh und die Patienten können überhaupt nicht abrollen. Und warum kommt es dann zu diesen Schmerzen bei der Abrollbewegung? Ganz einfach, die Antwort lautet, in dem Moment, wo man den Fuß nach vorne bewegt, ist ja meistens kein Problem da. Und erst dann, wenn man mit der gesunden Seite nach vorne kommt und nun über den großen Zeh abrollen müsste, diese Bewegung tut dann weh. Das Problem dabei ist, dass man in diesem Moment das Gelenk ganz viele Belastung erfährt und diesen Überdruck über den Knochen und auch den Knorpel sorgt dafür, dass es Schmerzen ausgelöst werden. Nicht selten, wenn diese Beschwerden über eine längere Zeit vorhanden sind, dann rollen die Patienten gar nicht mehr über den großen Zeh ab, sondern machen immer so eine Ausweichbewegung um die Außenkanten vom Fuß, um dann vorwärts zu kommen. Diese Ausweichbewegung kann aber dann für Beschwerden besorgen in den anderen Bereichen vom Fuß. Endphasen des Abrollens mit dem Abstoß von dem Fuß hat man auch die maximale Dehnungsposition auf die Kapsel von dem Gelenk und auch über die Sehnen von dem großen Zeh. Und auch diese Überdehnung kann Schmerzen auslösen, weil die Weichteile, wie davor gesagt, sich wegen der Arthrose auch verändern, beziehungsweise wegen der Schonhaltung verändern. Wie bei allen anderen Arten von Arthrose ist auch am Fuß Bewegung eine gute Möglichkeit, um Schmerzen zu lindern, Funktion zu verbessern und auch Beweglichkeit wiederherzustellen. Und welche Übungen du nutzen kannst, um besser abzurollen mit weniger Beschwerden, das zeige ich dir jetzt. Je mehr Schmerzen man hat, desto weniger bewegt man sich. Und genau das ist das Schlimmste, was man für einen Gelenken machen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Beweglichkeit erhältst bzw. wieder verbesserst. Auch wenn in dem ersten Moment eine Reduktion von der Belastung sinnvoll ist. Aber dazu mehr später. Diese Übung bzw. diese Mobilisation
viel dafür, dass du erst ein bisschen Schmerzlinderung erreichst und zweitens, dass die Beweglichkeit verbessert wird. Du setzt dich hin, deinen betroffenen Zeh bzw. betroffenen Fuß, den legst du jetzt auf dein anderes Knie drauf und jetzt versuchst du mit so einem Zangengriff dein Zeh komplett zu umgreifen und die andere Hand nutzt du dann, um den Mittelfußknochen zu fixieren. Das nochmal kurz am Modell. Eine Hand fixierst du den Mittelfußknochen und mit der anderen Hand hältst du dann den Zeh fest. Und das Erste, was du machen sollst, ist versuchen, den Zeh ein bisschen in der Länge zu ziehen und dann kurz wieder loslassen. So eine leichte Traktion zu üben, das heißt, das Gelenk auseinanderzuziehen und dann wieder loslassen. Diesen leichten Zug wiederholst du dann für so ungefähr 45 Sekunden. Immer wieder ein bisschen ziehen und dann wieder loslassen, bisschen ziehen und wieder loslassen. Diese Art von Bewegung sind meistens sehr angenehm, vor allem dann, wenn man akute Beschwerden hat. Nachdem die Zeit dann vorbei ist, dann versuchst du unter den Zug das Zeh zu bewegen nach unten. Denk dran, Mittelfuß ist jetzt fixiert, da passiert weniger Bewegung und du bringst nur den großen Zeh so weit wie du kannst nach unten. Wichtig ist nicht, bis es zu schmerzhaft wird. Ein bisschen Schmerz ist tolerabel, ist es okay, aber nicht übertreiben. Und dann halt auch nochmal das gleiche, ein bisschen Zug und den Zeh nach oben bewegen. Du kannst auch dann die Hand wechseln, das heißt die Gegenüberseite von deinem Knie, von der Hand, die hältst du den Mittelfußknochen jetzt fest und mit der anderen Hand ziehst du dann den Zeh nach oben in so eine Dehnung. Halt es kurz da fest und dann bewege es wieder zur Mitte hin und wieder nach oben. Bei jeder neuen Bewegung probierst du, dass du ein bisschen weiter nach oben kommst, aber nicht das Gelenk zu doll stressen. In den unteren Bereichen von dem Großzeh, da sollst du dann die Dehnung entfernen. Genauso, wenn du es nach unten bringst, dass du auch fokussierst, hier in den oberen Bereich die Dehnung spürst und nicht komplett nach oben weg. Und diese Mobilisation solltest du dann eine Minute lang je Richtung durchführen. Wenn du fertig bist, noch einmal ungefähr 45 Sekunden den Zeh in der Länge ziehen, leicht auseinander, die andere Hand fixiert gut. Das sorgt auch dafür, dass es im Gelenk wieder ein bisschen entspannter wird und hilft auch ganz gut bei der Schmerzlinderung. Für die zweite Übung solltest du dann deinen Fuß auf den Stuhl da platzieren, so dass der Sitzfläche ungefähr an den Mittelfußknochen endet. Je weicher die Sitzfläche ist, desto angenehmer ist es auch. Und in dieser Position versuchst du nun den Zeh zu beugen, so weit wie du kannst nach unten runter. Und dann wieder loslassen. Nicht selten haben Patienten bei dieser Übung auch ganz dolle Krämpfe an der Fußsohle, weil sie gar nicht gewöhnt sind, diese Muskulatur mehr zu nutzen. Krall die Zehe ganz gezielt nach unten, halte die Spannung für so ungefähr 3 bis 5 Sekunden und lass dann die Spannung wieder los, beziehungsweise streck dann die Zehe so weit wie du kannst nach oben. Und das wiederholst du jetzt 15 Mal in die Richtung. Das heißt, richtig schön beugen, in die Kralle reingehen und dann auch komplett nach oben strecken, so weit wie du kannst. 3 Serien, a 15 Wiederholungen. Um Belastbarkeit zu erhöhen, ist es auch wichtig, dass man peu à peu auch die Belastung erhöht. Deshalb, nachdem du die Übung gemacht, erstmal ins Freie, wirst du diese Übung wieder machen, aber nun ein bisschen schwieriger. Und dafür kannst du dann halt entweder so einen kleinen Gummiband nutzen oder auch ein Haarband. Und nicht zuletzt hilft dir auch so kleine Gummibänder, was man zum Beispiel beim Spargel findet. Das platzierst du jetzt unter den großen Zeh, am besten so weit wie möglich nach vorne, ohne dass es wegrutscht. Deswegen sind Gummibänder ganz geschickt. Es muss schon ein bisschen schwieriger sein.
Und in diese Position einmal kurz festhalten mit deinen Fingern und du versuchst jetzt in diese Position den Zeh weiter nach unten zu beugen. Wenn es so ist wie bei mir, wenn es nach unten rutscht, dann muss es mindestens hier an den ersten Gelenk dranbleiben, dass du auch einen Trainingseffekt hast. Beugen, krallen und nach unten bringen. Und dann wieder los. Mit dem Gummiband, wie gesagt, hat man den Vorteil, dass es jetzt halt nicht wegrollt. Runterziehen und wieder hoch. Unten kurz bleiben, dafür sorgen, dass du richtig schön in die Beugung gehst und dann langsam wieder hoch. Mit Bewegung linderst du Schmerzen, verbesserst deine Beweglichkeit und wirst im Alltag aktiv. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr über Bewegung lernen möchtest, wie du mit einfachen Übungen von zu Hause Schmerzen lindern kannst, dich besser und einfach bewegen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos, was du für deine Gesundheit tun kannst. Und los geht's mit der dritten Übung. Beim Abrollen, selbstverständlich jetzt schon um den großen Zeh, aber genauso wichtig ist auch die Beweglichkeit von deiner Sprunggelenk. Je eingeschränkter das Sprunggelenk ist, desto mehr Belastung wird es bei einem Abrollen auf dem Vorfuß projizieren. Und genau diese Überbelastung kann dann das Gelenk reizen. Andersrum, ein bewegliches Sprunggelenk sorgt dafür, dass die Belastung am Vorfuß reduziert wird. Und um die Beweglichkeit von der Wade zu erhöhen, kannst du zum Beispiel diese Übung machen. Du stellst dich an der Wand hin, das Bein, die du trainieren willst, beziehungsweise die Seite, die du trainieren willst, die schmerzhafte Seite, die bringst du jetzt so weit, wie du kannst, nach hinten. Wichtig dabei ist, dass das Knie von dem Standbein die ganze Zeit komplett durchgestreckt bleibt. Und jetzt auf der anderen Seite bewegst du das Knie nach vorne Richtung Wand. Und du bewegst das so weit nach vorne, bis du in der Wade eine Dehnung spürst. Wichtig, Ferse bleibt auf dem Boden. Und jetzt gibst du 30 so kurze Impulse nach vorne, um die Dehnung noch spürbar zu machen. Wiederhol das 30 Mal, das sind so ungefähr 30 Sekunden, um dann die Spannung zu lösen. Die gleiche Übung auf die Gegenüberseite zu machen, wird für dich nur vom Vorteil sein. Die nächste Übung geht wieder um das Training für die Fußmuskulatur, aber auch für die Dehnung der Wade. Dafür sollst du dich jetzt halt auf einer Stufe hinstellen, so dass der Vorfuß auf die Stufe noch drauf bleibt und die Ferse nach unten rausragt. Deine Füße sind hüftbreit auseinander. Wichtig ist, dass deine Knie komplett durchgestreckt bleiben. Und in diese Position kommst du jetzt nach oben, so weit wie du kannst, ohne dass der Fuß nach außen wegfällt, nach außen wegrollt, sondern du solltest bewusst Belastung auf dem großen Zeh auch projizieren. Und als nächstes lässt du dann die Ferse sinken, Knie bleiben durchgestreckt, so weit wie du kannst, bis du eine intensive Dehnung in der Wade wahrnimmst, um dann wieder nach oben zu kommen. Gleiche Prozedur, bewusst den Fuß nicht nach außen wegkippen lassen, sondern über den großen Zeh Belastung draufpacken, so weit, dass es nicht extrem schmerzhaft ist, um als nächstes dann die Ferse wieder sinken zu lassen. Diese Übung solltest du jetzt für mindestens 8, besser wäre 12 Wiederholungen durchführen und davon 3 Serien. Und jetzt noch einen wichtigen Hinweis. Am Anfang habe ich über Belastung gesprochen und dass es sinnvoll wäre, in bestimmten Momenten auch die Belastung wegzulassen. Das heißt, in dem Moment, wo man akuten Beschwerden hat, ist es sinnvoll, dass man eher einen harteren Schuh trägt, die Sohle ein bisschen stabiler ist, weil dadurch wird die Belastung auf dem Grundgelenk reduzieren. In dem Moment, wo man keine Schmerzen mehr hat, dann ist es wichtig, dass man das Gelenk wieder belastet, damit die Belastbarkeit wieder erhöht wird und somit auch langfristig Schmerzen gelindert werden sollen. Vor allem dann, wenn man keine akute Beschwerden am Zeh hat,
dann solltest du auch dieses Abrollbewegung bewusst trainieren. Und das machst du am besten, indem du dich jetzt halt in eine Schrittstellung hinstellst, platziere den Fuß, in dem du Beschwerden hast, nach vorne, so dass als erstes ein Fersenkontakt besteht. Dann den kompletten Fuß auf dem Boden ablegen, zuerst den kleinen Zeh, dann den großen Zeh. Und jetzt, wenn dein Körper in der Mitte ist, direkt über deinen Fuß, dann stell dir mal vor, dass du drei Kontaktpunkte hast. Ein unter der Ferse, ein unter dem kleinen Zeh-Grundgelenk und ein unter dem Großzeh-Grundgelenk. Steh da drauf und wichtig, die gleiche Gewichtsverteilung über diesen drei Punkte. Und dann, wenn du jetzt die gesunde Beine nach vorne bewegst, in dem Moment ganz bewusst über den großen Zeh abrollen und wieder nach vorne kommen. Bis du die Ende der Beweglichkeit auch hier erreichst. Wieder zurückgehen und das gleiche Prozedur wieder von vorne. Als erstes Fersenkontakt, Kleinzehgrundgelenk, Großzehgrundgelenk, direkt darauf stehen und dann mit der gesunden Seite einen Schritt wieder nach vorne. Geh in der Dehnung rein von dem großen Zeh und dann wieder zurück. Und diesen Spaß wiederholst du jetzt für 20 Mal. Immer wieder versuche darauf zu achten, dass du als erstes die Ferse platzierst, dann diese drei Punktkontakte hast und bewusst über den großen Zeh abrollst. Der Knorpel braucht Druck und Entlastung. Nur unter solchen Situationen kann er sich dann halt auch wieder anpassen. Und die Muskulatur sorgt dafür, dass das Gelenk erstmal ein bisschen stabiler wird und wirkt auch schmerzlindernd. Wenn du Beschwerden hast, probiere diese Übungen aus, vor allem auch die Progression. Deine Füße werden es dir danken. Mache das Training mindestens dreimal, am besten wäre sogar viermal in der Woche. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!